Hallo und willkommen zu einem neuen Produktvorstellungsvideo von mir. Heute mit einer Einstufe aus dem Hause Impact, der HQ50.4X. HQ für die Serie High Quality 50 Watt 4-Kanal-Verstärker mit X für Frequenzweiche, integrierte aktive Frequenzweiche. Ist schon ein etwas älteres Produkt. Den Hersteller Impact gibt es so noch, aber in Deutschland bzw. Europa, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenig vertreten oder sehr, sehr schwer ranzukommen. Das sind noch so ein paar Überreste aus den Zeiten, wo die Marke in Deutschland noch verkauft wurde. Bisschen schade, dass die weggefallen sind. Hat ein paar sehr, sehr gute Produkte, wie eben diese HQ50.4X. Sehr langlebig, unglaublich robust. War ein cooles Produkt, ja, aber wie das halt so ist, ne? Irgendwie mal verschwunden, vielleicht kein Vertrieb mehr, keine Ahnung. Ihr seht sie erstmal vor euch, ist ein schöner, klassischer, eckiger 4-Kanal-Verstärker, analog aufgebaut mit ordentlich dimensionierten Kühlkörper, seitliche Verschraubung, wie die meisten Endstufen hatten. Sehr simpel, einfach bedruckt. Hier haben wir sogar so als Ausnahmefall, die meisten Hersteller drücken die Max-Angaben drauf. Hier haben wir in dem Fall 100 Watt draufstehen. 280 Watt dran stehen, RMS, also Sinus, was tatsächlich die Endstufe leistet. Keine Max-Angaben oder 2000 Watt wie bei manchen Herstellern oder 4000 und dann kam nur 50 Watt raus oder solche Spielereien. Hier kommen 280 Watt Sinus raus, ist sogar ein kleines bisschen mehr. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen auf jeden Fall seitlich unsere Anschlüsse, 225 Ampere Sicherung, das deckt sich auch mit der Leistungsangabe des Herstellers, das erkläre ich dann später noch, die Leistungsdaten, haben vergoldete Anschlüsse für Strom, Remote und Ground, also für unsere Stromkabel, unsere Masseverbindung zur Karosserie und das Einschalt plus Remote Kabel in der Mitte. Wir haben den Anschlussblock mit Kanal 1 und 2 übereinander sitzend, nicht wie sonst nebeneinander, Kanal 1 hier, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4. Die Kanäle können dann gebrückt werden, indem ich von 1 plus und von 2 minus nehme oder von 3 plus oder von 4 minus. Da gibt es hier rechts dann so einen Beschaltungsplan. Ich zeige den mal in die Kamera, da sieht man ihn ein bisschen, wie die Endstufe dann quasi zu brücken wäre. Für zum Beispiel Subwooferbetrieb. Ja, was sehen wir auf der anderen Seite? Wir haben ein High-Anschlussfeld, wenn wir das Signal von den Lautsprechern abgreifen wollen. Da gab es dann früher noch einen Stecker dazu, habe ich aber keinen mehr. Wir haben die Cinch-Anschlüsse, die sind vergoldet. Ja, wir haben einen zuschaltbaren Hochpassfilter für die Lautsprecher für Kanal 1 und 2. Einen Tiefpassfilter gibt es hier für den Subwoofer nicht. Also ihr könnt nur Vollbereich oder Lautsprecher an den Kanal 1 und 2 betreiben. Könnt die dann von 40 bis 250 Hertz mit dem Hochpassfilter regeln. Und dann hat man halt noch einen Levelregler, um die Cinch-Eingangsspannung zu regeln. Den dreht ihr bitte, wie so oft in meinen Videos angesprochen, nicht auf Max. Diese Levelregler nicht auf Anschlag drehen. Wer diese Regler auf Anschlag oder fast ganz nach rechts gedreht hat, hat irgendwas bei der Einstellung seiner Anlage falsch gemacht oder bei der Zusammenstellung der Komponenten. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass der auf Anschlag läuft. Kanal 3 und 4 haben wir unseren Low-Pass-Filter, den können wir hier einschalten für den Subwoofer, damit der Subwoofer nur Bass macht und geht noch im Mitteltonbereich. Wir haben einen Bassboost von 6 bis 18 dB und wir haben den Levelregler auch hier wieder für diese Geschichte. Hier können wir dann den Bassboost zuschalten, wenn wir den dann regeln wollen. Wir können noch ausgeschaltet lassen, ist das Schönste und das war es auch schon. Leistungstechnisch haben wir 4x50 Watt RMS bzw. 2x140 Watt an 4 umgebrückt. Deckt sich auch mit der Leistungsangabe des Herstellers. Und sie hatten integrierten Subsonic-Filter bei 20, 25 Hertz. Den kann man nicht abschalten. Der läuft dauerhaft. Genauer habe ich es aber bis heute noch nicht rausgekriegt. Es gab Endstufen, die hatten das zuschaltbar, wie Impuls oder Ground Zero mit 27 Hertz Subsonic. Er hat auch einen, aber keine Ahnung, ob man den da irgendwie eine Steckkarte hat oder sowas. Habe ich leider keine Anleitung. Das, was ich an Daten habe, poste ich euch im Anschluss wieder unten in die Beschreibung. Ja, und das soll es schon gewesen sein, der kurzes Video diesmal. Ich sage danke, ciao, bis zum nächsten Mal.